Heutigen Video zeigen wir euch eine Taping-Anlage für die Brustmuskulatur. Das heißt bei Beschwerden der Brustmuskulatur, bei Beschwerden im vorderen Bereich der Schulter. Dafür braucht ihr zwei Tape-Streifen. Die Länge des Tape-Streifens wird abgemessen, indem der Arm in Dehnung gebracht wird, die Brustmuskulatur in Dehnung gebracht wird und das Tape von der Vorderseite der Schulter bis zum Schlüsselbein bzw. von der Vorderseite der Schulter bis zur unteren Kante der Brustmuskulatur abgemessen wird. Wir reißen den ersten Tape-Streifen ein. Bringen den Arm wieder in Dehnung. Legen die Basis. Bereich Vorderkante Schulter, Vorderseite Schulter an. Lösen das Tape von der Trägerfolie und legen das Tape ohne Zug horizontal Richtung Brustbein an. Das heißt, das Tape verläuft direkt unterhalb des Schlüsselbeins. Wir reiben das Tape ein paar Mal fest an. Zweiter Tape-Streifen, wieder die Basis einreißen, Trägerfolie an der Basis ablösen. Zweiten Tape-Streifen legen wir direkt auf den ersten, lösen wieder die Trägerfolie ab und legen das Tape ohne Zug Richtung Unterkante der Brustmuskulatur. Hier das Tape vorsichtig anreiben, gerade im Bereich der Achselfalte. Das Tape von innen nach außen anreiben, dass es gut hält. Dann nochmal etwas fester, so dass das Tape gut fixiert ist. Damit ist die Anlage für die Brustmuskulatur fertig. Schreibt uns doch in die Kommentare, wie die Anlage euren Patienten geholfen hat, wie die Anlage euren Sportlern geholfen hat oder ob ihr noch andere Tape-Anlagen für Beschwerden der Brust und vorderen Schulter anwendet und wie die aussehen. Bis dahin wünschen wir euch einen schönen Tag.